Moin Moin und willkommen beim St. Pauli Pop Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder da bist. Für alle, die neu sind, wir, das sind meistens ich, dein Host Erik und meine Co-Hosts Christian und oder Markus oder Willi oder Gäste. Wir podcasten über den FC St. Pauli, den Stadtteil St. Pauli und alles, was mit Fußball, mit Pop und mit Popkultur, mit Musik und überhaupt zu tun hat. Und jetzt viel Spaß. So, jetzt haben wir die Süßigkeiten bald aufgegessen. Wir trinken Ratsherrenpilz aus dem Stadtteil. Aus dem ganz bewusst. Und wir essen Kuchen, Geburtstagskuchen. Danke. Dann nimmst du noch? Ja. Ach so. Ja, sehr das gut. Ganze Stadion trinkt jetzt keinen Astra mehr. Na, das stimmt, glaube ich, noch nicht. Ein Bier oder? Noch oder willst du erstmal dein holländisches doch, Bier? Doch, mach mal auf. Markus hat nämlich holländisches Bier auch mitgebracht. Zur Feier des Tages. Für auf Henk Fehrmann. Henk Fehrmann, der Fehrmann. 17 Tore in 96 Spielen. Der Fehrmann in die erste Liga. 2,01 Meter. 2,01 Meter. Mehr Tore als Morike Sacco. Wird er denn eingewechselt auch immer? Glaube ich schon. Also das sind so Spieler, der Alarm macht. Wie früher Morike. Also bei seinem jetzigen Verein hat er halt tatsächlich nur den Job gehabt des Einwechselspielers. Ja. Und da, wenn du 27 bist und zu höheren Berufen, ist das nicht genug. Aber meint ihr nicht, der hofft, dass sich das ändert bei St. Pauli? Ja, das ja. Deswegen hat er den Wechsel. Ja, und würde mich ja freuen, hängt aber auch vom Spielsystem. Aber jetzt für Assis würde ich sagen, war es das jetzt, ne? Es wird jetzt. Würde ich auch sagen. Wir haben jetzt 5 nominelle Stürmer, wa? Ja. Sami Alagui, Diamantakos, Jan-Marc Schneider, Alagui und den Fehrmann. Das ist ein System, was manchmal mit einem Stürmer nur spielt. Aktuell, ja. Wie ist denn der Kuh? Sehr gut. Ich vermute mal, dass Assis auch schon irgendwo jetzt ein Angebot hat, dass er jetzt irgendwie denkt, ja gut. Dann er ist gerade Vater geworden, ne? Gerade Vater geworden. Ja, ja. Aber ich glaube, dieser Liebesentzug, der kränkt dann schon, ne? Aber wer weiß, was alles vorgefallen ist. Ich nicht. Du? Ich habe gehört, der eine oder andere. Der eine oder andere hat was gehört oder hat was vorfallen lassen? Ja, ich glaube, das, was ja in der Öffentlichkeit auch war, war die bisschen fehlende Einstellung auch im Training, auch im Trainingslager. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Bocklosigkeit ist, aber jetzt so diesen Kampf nicht annehmen, diesen Stammplatzkampf oder sich erhoffen, dass man eine Art Stammplatzgarantie hat, die natürlich kann, ja, wenn er sowieso nicht wirklich eine gute Form besitzt, zugestehen kann. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, wenn du jetzt, keinen Verein findet, der eine Ablöse bereit ist zu zahlen. Was kriegen wir dann noch an? Also was wäre denn möglich? Wie alt ist er? 32, 31? Ein Jahr Vertrag noch? Also wenn wir jetzt das Gleiche kriegen würden, was wir jetzt bezahlt haben für Henk, das sind, glaube ich, der Marktwert von Henk Fehrmann war mal bei 1,5 Millionen, ist jetzt bei 1 Million. Ich glaube, wir haben vielleicht, lass es 600.000 sein. Wenn wir sowas reinbekommen, wäre es eine Rechnung, die passen würde. Davon abgesehen, dass sowieso genug Geld da ist von Transfer von Duxch, von irgendwelchen Transfers, die eh auch stattgefunden haben. Ich würde sagen, 500.000 mehr nicht.
Ja, sowas, ne? Kriegen wir nicht auch noch von der UEFA Geld dafür, dass Assis auch ein Tor geschossen hat? Also klar, dadurch, dass er tatsächlich auch vor Ort war und drei Spiele mitgemacht hat. Und das waren, glaube ich, auch, ich weiß nicht, 200.000? Also relativ. Ja, aber vielleicht sollte man ja einen Uerdingen verkaufen und mit einer Aufstiegsprämie. 500.000 und nochmal 500.000, wenn Uerdingen aufsteigt. Könnte passieren. Ja. Aber der Uwe weiß schon, wie das geht, ne? Der brauchte unsere Ratschläge gar nicht. Das ist der Trainer? Uwe ist der Trainer von Uerdingen? Nein, Uwe Stöber. Ach so. Uns Uwe. Uns Uwe. Ja, natürlich. Ja, dann ist die Planstelle zumindest jetzt doch noch abgehakt worden nach dem ersten Spieltag. Ich glaube nicht, dass er spielen wird jetzt am Wochenende, weil diese ganzen Formalitäten wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, um da morgen tatsächlich dann auch spielberechtigt zu sein und auch sinnvoll auf der Bank zu sitzen oder im Kader zu sein. Ich glaube nicht, dass das klappt. Aber egal, wir haben ja noch ein paar Leute die sich auch beweisen wollen. Also ich freue mich drauf und mich hat das letzte Spiel jetzt, ne, unser erstes Spiel, so viel Spaß gemacht, weil ich das erfahren habe. Ich war ja auf dem Rennrad und habe mich ausgekotzt während St. Pauli gespielt hat. Als ich dann im Ziel war und mir gesagt wurde, dass St. Pauli das Spiel gedreht hat, habe ich mich so gefreut. Ja, das ist so eine seltsame Sache, weil sie jetzt St. Pauli dreht ein Spiel im Osten. Mhm. Und es gibt ein Standardtor. Beim Aufsteiger. Also ganz viele Sachen, die und man. Ein Standardtor zum Sieg. Also, wenn man nicht aufpasst, könnte da echt sowas wie Euphorie rausspringen. Ach, diese Statistik mit Chancenverwertung auf dem Platz 1, das ist irgendwie 3 Chancen, 2 Tore. Heißt natürlich jetzt auch nicht wirklich viel, aber das ist doch so eine Sache, die man jetzt gar nicht kannte. Aus den letzten. Und dann von einem Spieler, der aussieht wie der Posterboy eines ehemaligen Arbeitervereins, wie man sich das heutzutage noch vorstellt. Wahnsinn. Ja, er bringt so diese Tugend. Hast du die Faust aufs Auge? Jetzt am Wochenende wird es schwerer, glaube ich. Da kommt der Angstgegner Darmstadt. 4 Spiele, 0 Tore, 0 Punkte, habe ich gerade gelesen. Ja, aber Willnauer ist nicht im Stadion. Das ist gut. Weil immer, wenn ich da war und im Darmstadt-Block war mit meinen Darmstadt-Freunden, haben die gewonnen. 2x HSV, 2x St. Pauli. Na. Ja. Von daher, glaube ich, unsere Chancen stehen gut. Das ist doch gut. Das ist doch mal eine Hoffnung, die man haben kann. Du aus dem Norden, Willi, ich aus der Gegend gerade. Mhm. Ich freue mich auch irgendwie schon. Und ich von der Familienfeier. Was? Was? Ich von der Familienfeier, vom Sofa. Ach so. Vom Sofa. Ja, was gibt es noch für Personalien? Was sagt ihr zu der Torwartdebatte? Also jetzt, was heißt Debatte? Also Brodersen, also es gibt ja jetzt die Klappe Nummer 1 mit Himmelmann und Brodersen war jetzt ja tatsächlich als zweiter Mann auf der Bank, wo jetzt natürlich Herr Herwagen so ein bisschen ausgebotet war und das natürlich auch kundgetan hat. Und jetzt aber anscheinend, also nach der öffentlichen Debatte über Interviews, wo er das natürlich auch also praktisch Wechselgedanken geäußert hat, gab es wohl doch noch ein Angebot von St. Pauli. Und mit der Aussage, was ich ganz interessant fand, mit der Aussage, dass da eine mögliche Karriere nach dem Sport sinnvoll wäre und möglich wäre beim Verein. Was also macht natürlich auf in dem jeden Fall Sinn. Ja, ja. Mhm. Also es ist ja, glaube ich, bei Schnecke auch so angedacht, bei Schnecke Kaller. Insofern macht das, glaube ich, auch, weil das ein ähnlicher Typ von Charakter ist. Ja, eigentlich gibt es im aktuellen Kader genau 2 Spieler, die für mich für den Geist des FC St. Pauli stehen. Mhm. Und das sind Kaller und Herwagen. Also, das ist ganz krass, weil gerade bei ihm tut einem das richtig leid. Auf der anderen Seite freut man sich natürlich einen Ast darüber, dass ein junger Torwart aus der eigenen Jugend es auf die Nummer 2 im Profikader schafft. Ja, es ist auch nicht ungewöhnlich, dass das passiert. Der war ja, glaube ich, bei U21 EM oder WM zweiter Torhüter. Das hatten wir auch lange nicht mehr, dass überhaupt jemand das in diesen Kader geschafft hat und insofern ist das jetzt auch eine Auszeichnung, die man natürlich auch, das Potenzial natürlich auch hier weiter verwalten will von
von seiner Karriere so ermöglichen. Ja, aber dann würde ich dir widersprechen, das ist eben doch sehr ungewöhnlich, weil das beim FC St. Pauli bisher nicht passiert ist. Ja, es ist natürlich dann häufig so, dass dann gerade bei jungen Leuten, sobald natürlich dann ein Verein kommt, der dann halt auch finanziell besser dasteht und Perspektiven gibt, die vielleicht noch mehr Ruhm bedeuten und Einkommen, dann natürlich dann der Weg schnell weg ist. Wobei ich das gar nicht so, also wie hieß das im Schreck oder wie hieß der Youngster, der glaube ich auch U16 gespielt hat und U18 jetzt, der zu Leverkusen gegangen ist, offensiver Mittelfeldspieler, auch eines der größten Talente, kriegt jetzt natürlich bei so einer Mannschaft auch keine Einsatzzeiten, ne, in Leverkusen. Ist halt die Frage, ob das so Schritte sind. Da muss man dann wahrscheinlich auch wieder einen Umweg gegenüber sich irgendwo hin verleihen lassen mit einem langen Vertrag beim Heimatverein und dann hoffen, dass da irgendwie die Karriere ins Rollen kommt. Wir sind alle ein bisschen maddelig von der Hitze, ne? Obwohl eben jetzt so ein Gewitter durchgezogen ist. Ja, so ein kurzes, ne? Also es war jetzt nicht so üppig, wie man dachte. Was macht das eigentlich Lennart T? Lennart T ist gewechselt, ich glaube, nach Asien. Nach Asien? Nee, ich meine ja. Oder war das jetzt... Ich meine, es war Asien. Kann auch Griechenland gewesen sein. Ist ja auch in die gleiche Richtung. Vielleicht. Hauptsache ist Italien. Müssen wir mal eruieren. Ja, für Lennart T ist es auch ein eindeutiges Zeichen. Ja. Sechste Stürmer wird er nicht werden. Natürlich nicht. Die Zeiten sind vorbei. Und ich meine, so verbunden mit St. Pauli war der nur auch nicht. Also für den war das wahrscheinlich eine Phase, eine schöne, aber der denkt vielleicht noch ab und an mal an einen Eimer Sangria oder so, aber ansonsten. Saisonprognose. Die hätten wir ja vor einer Woche noch anders ausgefallen. Wie seht ihr denn St. Pauli am Ende der Saison? Habe ich aufgeschrieben. Du ja. Aber Willi noch nicht. Willi, Prognose. Ach so, ich glaube, dass ich mit dem Einspringen Tabellenplatz zufrieden wäre. Also ich... Also neunte. Also neun. Neun. Ich sag, wäre es die neun. Ich sag eindeutig Top 25 Deutschland. Deutsche Liga Top 25. Das ist das Gleiche, was ich sage, ne? Platz 7. Wir sind die Jünger Orts. Die Jünger Orts, nee, die Jünger von wer ist unser Freund? Unser ehemaliger Vorstand. Stefan Ort. Ja, schon, aber sein Mitglied, der Bernd. Wir sind die Jünger von Bernd. Die Jünger von Bernd. Top 25. Darunter geht nichts. Naja, es gibt ja eine klare, sozusagen, ein klares Saisonziel. Unter das erste Drittel der zweiten Liga zu kommen. Und da wäre Platz 7 Ziel verfehlt. Knapp, aber verfehlt. Da sind wir sogar bei Top 24. Ja, Platz 6. Oh. Ja, ich bin mal gespannt, auf was das hier so in Hamburg gibt. Ne? Also, liebe Leute, die hier nicht aus Hamburg kommt, so diese zwei Planeten, die aufeinanderstoßen in der zweiten Liga. Ich glaube, wir werden am Ende der Saison, wenn das so weitergeht, vor denen stehen, auch wenn wir nicht aufsteigen. Aber es wird sehr viel Unruhe geben. Ja, das ist vorprogrammiert, denke ich mal. Das ist aber klar. Das wird sehr lustig mit dem HSV. Das weiß ich jetzt schon. Ist ja jetzt schon lustig. Das ist jetzt schon lustig. Das wird noch viel lustiger, wenn die gegen Sandhausen, wenn sie Glück haben, unentschieden spielen, 0-0, und wenn sie Pech haben, 0-1 verlieren, wie jeder, der Sandhausen unterschätzt. Ja, du hast das Kiel-Spiel ja richtig vorhergesagt. Ich habe das Kiel-Spiel vorhergesagt richtig, aber die Höhe nicht. Die hätte ich mir nicht getraut. Ja gut, aber das ist natürlich dann offene Scheunentor, kennen wir ja. Außerdem habe ich es ja auch nicht vorhergesagt, doch, ich habe es vorhergesagt, aber ich habe ja auch noch während das Spiel lief, mir noch ein paar Gedanken gemacht. Als ich in Kiel war übrigens, das war auch ganz lustig. Bin ich nach Kiel gefahren und da war erstmal ein Stau. Als ich auf die Autobahn fuhr, und zwar ein sogenannter Abfahrstau. Okay. Da sind nämlich alle aus dem Elbtunnel von Süden, Bahrenfeld raus, weil sie zum SV wollten.
Also die ganzen HSV-Fans aus dem Süden Hamburgs oder sagen wir mal aus dem Norden Niedersachsens, aus was weiß ich, wo die alle herkommen. Winzen an der Lue. Ja, Stade. Aus dem Harz. Buxtehude. HSV-Harz. Buchholz. Sowas. Nienstetten. Nee. Ja, nicht Nienstetten, Niendorf. Nee, was ist das denn? Nienburg an der Weser. Sowas. Rottenburg. Die sind alle abgefahren da. Da war ein Stade. Kam ich kaum auf die Autobahn. Als ich dann auf der Autobahn war, war erstmal nichts los. Und dann fuhren dann Stellig noch ein paar ab und dann hatte ich eigentlich in Richtung Kiel freie Bahn und in der Gegenrichtung staute es sich auf 12 Kilometern und da sah ich dann lauter Kieler Fans, die zum Stadion wollten und auch ganz viele Kieler HSV-Fans, weil die ja dann aus dem Norden kamen. Aus Hamburg kommt ja da nicht die Mehrheit, die kommt ja aus Süddänemark und aus Husum und aus Plön und aus Kiel und aus Flensburg. Das ist ja alles Rauten County da draußen. Und ab und an dann noch ein paar Kieler. Und die haben sich dann alle eingereiht und ich bin an ihnen vorbeigefahren und habe ab und an mal gewinkt. Und mich gefreut. Ja, was passiert denn jetzt? Jetzt ist erstmal Punktspiel und dann Pokal, glaube ich. Also Erik hat, glaube ich, schon, habe ich glaube wahrgenommen, du gehst davon aus, dass wir rausfliegen. Wir fliegen immer raus. Wir haben ein Spiel und das verlieren wir. Ja. Der uns zieht, ist eine Runde weiter. Also das ist ein minimales Risiko, dass dieser Verein da eingeht. Aber ich stelle das echt mal gerade vor, der SVW hat jetzt in 3 Spielen 2-mal verloren. Große Krise beim Aufstiegskandidaten. Stimmt, 3 Spiele, 1 gewonnen, ja genau. Und dann 2-mal verloren, ja okay. Das 2. verloren bei unserem geliebten Rostock. Partnerverein Hansa Rostock. Da kann man natürlich immer verlieren, ne? Bei dem aber nicht Astra-Bier ausgeschenkt wird. Ich meine, immerhin, da sind die noch ein bisschen weiter als wir. Das ist, glaube ich, Lübser oder sowas, ne? Ah, nee, Rostocker, natürlich. Rostocker. Da wird Rostocker. Das ist gar kein. Obwohl, das schmeckt auch nicht. Da muss man immer so pupsen von Rostocker. Das ist nicht schön. Ja, also das wird spannend. Vielleicht gibt es eigentlich dann vielleicht einen Pokaltorhüter. Das gab es letztes Jahr, glaube ich, ne? Dass im Pokal, glaube ich, im Tor rotiert wurde. Der konnte auch Herwagen spielen. Ja. Von Herwagen im Pokal. Die wollten ja sowieso, also ich weiß gar nicht, wo die Aussage herkommt, dass Sven Brodersen die klare Nummer 2 ist. Ich habe noch im Kopf, dass Kauczynski gesagt hat, er wollte auf der Nummer 2 rotieren lassen. Was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig fand, aber eigentlich auch wieder irgendwie eine lustige Idee. Ja, rotieren lassen ist natürlich auch, das auch trotzdem undankbar, ne? Ob du jetzt auf der Bank sitzt oder auf der Tribüne halt, ist das alles nicht so richtig befriedigend. Ne? Ja. Ja, also Prognose hatten wir jetzt erledigt. Oh Mann, wir sind echt lahmer Zock heute. Mhm. Soll ich das Fenster aufmachen? Nee, da kommt die frische Luft rein. Aber wegen mir gerne. Gerne Fenster öffnen. Ja, oder soll ich? Oder? Nee, ich mach mal. Nee, das aber kannst dann, du nicht aufmachen, da muss ich mich ja sonst bewegen. Dann beschnackt ihr doch mal, was wir sonst noch zu beschnacken haben heute. Also meinetwegen können wir das auch kurz und bündig machen. Scheiß Astra. Fuck Astra, Alter. Ich hab dir was mitgebracht. Heiligen. Das Philipp und Kornio Buch über Astra kann ich dir mitbringen. Kannst du durchlesen. Wir sind übrigens immer noch Agentur. Sind Sie? Ja. Oha. Ich glaube, seit 20 Jahren oder so machen die diesen Scheiß. Ja. 20 Jahre lustige sexistische Witze. Ja, ich sag mal so, vielleicht, ich meine, die waren immer schon mal so haarscharf dabei. Und ich glaube, die Zeiten haben sich einfach auch geändert. Ich glaube, dass wo man sich jetzt gesagt wird, das geht nicht, das wäre halt vielleicht vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren auch noch gar keine Rede gewesen. Gab es mal nicht auch mal so ein... Ich glaube, vor 5 Jahren war das so schon... So ein Wischmopp-Foto mit einem Sixpack in der Hand, wo dann so ein... Die waren immer zusammen. Auch... weiß ich nicht mehr. Sixpack in der einen Hand, Wischmopp in der anderen Hand und dann auch so ein Klischee-Text. Ja, aber darauf beruht das Ganze. Aber ich habe dir das Buch mitgebracht zum Lesen und zum Aufregen. Ich könnte dazu noch erzählen, als ich vor 18 Jahren
in der neuen Flora arbeitete, da sind wir immer zu Holsten in die Kantine gegangen, weil das sehr preiswert war und sehr viel zu essen. Und da waren wir die Einzigen, die nicht sozusagen Bierbrauer waren. Und da habe ich einige Gespräche mitgekriegt von Leuten. Da war nämlich die unter anderem so eine neue Astra-Kampagne am Start. Und da haben sich die Leute, die das Bier gebraut haben, mächtig darüber aufgeregt. Die fanden das nämlich total scheiße, dass ihr Bier so verhohnepiepelt wurde. Die fanden das nicht gut. Ja. Insofern ist Astra ja auch das Bier, was zu seiner Generation dann passt. Ja, vor allem ist es einfach, ich weiß nicht, Astra ist einfach irgendwie, ist vielleicht back to the roots, ne? Also der prollige weiße Mann, der seine Macht wegschwimmen sieht und sich immer mehr ungerecht behandelt fühlt, weil er nicht mehr nach Lebenslust diskriminieren darf. Das ist doch genau ein richtiges Klientel. Aber die ganze Kampagne ist halt 90er, ist halt voll 90er. Und die ist vor 20 Jahren entwickelt worden und die hatte ihre Berechtigung in den 90er Jahren. Nur, dass sie jetzt ein bisschen einfach old-fashioned ist. Das sieht man ja einfach an den Motiven auch. Das ist halt nicht mehr so der Zeitgeist, wie er in den 90ern war. Und ich glaube, das letzte originelle Astra-Motiv, das ist schon eine ganze Zeit her. Und jetzt ist es halt einfach teilweise, wo man sagt, hey, da wird ein dumpfes Klischee bedient und das ist eben, kann man dann auch, es ist eben rassistisch, ja, und dann muss man eben auch damit klarkommen. Und es ist nicht mehr lustig, oder vielleicht, ja, lustig war es, dann ist es ja eh nicht, aber es ist nicht mehr originell. Einfach fade. Es ist fade und rassistisch. Früher war es dann auch rassistisch und lustig, oder auch rassistisch und originell. Ja, in einer Gesellschaft, in der sozusagen Harald Schmidt unwidersprochen permanent sexistische und rassistische Klischees bedienen darf, also eben in diesen 90ern, da kann das eben gedeihen. Aber jetzt ist Schluss, sozusagen. Was ich interessant finde ist, und da muss ich natürlich Astra auch oder Carlsberg tatsächlich mal orientieren, du kriegst ja Beifall für diese Werbung. Den kriegst du aber eben aus einer Klientel, die du eigentlich nicht ansprechen willst, schon gar nicht mit dem Sponsoring beim FC St. Pauli. Und dann kommt noch das Zweite hinzu. Ich glaube ja gar nicht, dass Astra als Marke großartig Schaden nehmen kann, weil die Leute, die es geil finden, finden eben auch Rassismus und Sexismus geil. Das ist insofern vielleicht sogar Kalkül. Aber der FC St. Pauli nimmt Schaden. Das ist das eigentliche Problem an der ganzen Sache. Ja, wobei man sagen muss, wenn du dir mal die Astra-Lounge, ne, im Stadion anschaust, schon vor 5 Jahren, 6 Jahren, wie die ausgestattet war mit den ganzen Pin-Up-Girls-Fotos, die war auch schon vor 5, 6, 7 Jahren, war die Das war auch vor 5, 6 Jahren ein Problem. Ja, das ist aber nie jetzt, sagen wir mal, Susi Schober war das Problem, aber über Astra hat sich damals keiner aufgeregt. Ich kenne einen, der sich aufgeregt hat. Wer denn? Ja, ich. Na, du. Aber das war generell, war das nie jetzt so ein Thema. Und jetzt, denke ich mir mal, ist einfach der Zeitgeist auch vielleicht ein anderer. Auf der anderen Seite, wenn man bedenkt, Holsten, Astra, gibt es ja gar nicht mehr. Das sind Carlsberg-Submarken, wo irgendwas abgefüllt wird, reingefüllt wird und vermarktet wird. Und ja, das ist halt der Kiez, ne? Das Markenkonzept Kiez. Ja, deswegen sage ich ja. Also du bekommst ja Applaus aus den Leuten, die sagen, geil, Touchscreen. Also sozusagen aus dieser Fraktion. Ja, aber ich meine, dann kannst du doch mal hingehen und sagst, du boykottierst jetzt demnächst mal Astra und nimmst immer die Alternative, die dann angeboten wird. Welche ist das? Ich weiß nicht, was dann immer so kommt. Ob das jetzt, sage ich mal, das wird nicht Ratsherrn sein. Die Alternative kann dann auch schon Holsten sein, oder? Ne? Oder naja, halt. Im Stadion gibt es ja kaum Alternativen, ne? Ja, im Stadion nicht, aber sage ich mal, außerhalb gibt es ja schon Alternativen. Ja, klar. Das gibt es immer und es ist ja auch, müssen wir uns da nichts vormachen. Also rein geschmacklich ist jetzt Astra auch nicht das beste Bier. Also persönlich gesehen. Deswegen würde ich da jetzt auch nichts vermissen. Aber das Ratschen hier schmeckt schon besser. Ja.
Das schmeckt auf jeden Fall besser. Und ich habe auch tatsächlich gleich erfahren, wie sowas tatsächlich funktionieren kann. Ich war gestern Abend, war ich auf einer Veranstaltung im Rahmen der Spielmacherkonferenz, die heute in Hamburg stattfindet. Und das war in der Bullerei. Jetzt auch nicht mein Lieblingsladen, aber okay, war eine sehr nette Location. Und da hatten die Biere aufgebaut in so einer Bowle mit Eis und das war Astra. Dann stand ich so davor und habe gedacht, nee, ich meine, kannst du dich jetzt nicht aufregen über die und jetzt ein Astra trinken für fröhlich, das geht nicht. Und dann sah eine Dame von der Bullerei, wie ich da so vorstand und mit mir selber gerungen habe, weil ich schon gerne ein Bier trinken wollte, und meinte, ist irgendwas los? Und ich so, ja, ich kann irgendwie kein Astra trinken, das ist irgendwie blöd. Und dann meinte sie, wieso denn? Und dann habe ich ihr das Foto gezeigt von dem Plakat. Da hat sie gesagt, nee, das geht ja gar nicht. Was für ein Bier willst du denn? Soll ich Ratsherrn kurz rüberholen? Weil das ist ja genau nebenan von der Brauerei. Und ich so, ja, nee, mach dir keine Sorgen. Dann trinke ich halt kein Bier, trinke ich Apfelschorle. Nee, mach ich. Und schwuppdiwupp war die Astra-Schale weg. Und es waren 20 Ratsherrn-Bier gekühlt auf der Theke. Und das fiel auch noch anderen Leuten auf. Wieso eben statt hier doch noch Astra? Ja, nee, finden wir nicht so gut, jetzt steht hier Ratsherrn. Zack, die Wuppdi, so schnell kann das passieren. Ja, du kannst natürlich auch schon so sehen, nehmen wir mal die Geschichte von Holsten. Wenn du bedenkst, wer erinnert sich noch an RAN 1987? Wann haben die über angefangen? Die Übertragung oder 88? Fußball, Bundesliga? Ja, da waren die doch, oder sogar, da waren die doch Topsponsor Holsten damals, ne? Die Bierbrauer mit dem Pferd. War die Topsponsor von RAN. Da war Holsten die Marke, ne? Das war die Edelmarke, die dann auch nicht promotet wurde, wo Geld für ausgegeben wurde. Da waren die auch noch Trikotsponsor bei Kopenhagen. Ja, nee, das war krass. Bei richtig Kernball. Eine große Nummer. Und heute ist das Ding praktisch abgewickelt, ne? Und es kann auch gehen, dass du sagst, du bist ein Top-Bier und irgendwann bist du dann nicht mehr dabei. Auf der anderen Seite hat sich, glaube ich, keine Marke so wie Astra in diese Vergnügungswelt hineinbegeben. Und in diese Kiez-Vergnügungswelt. Und ich glaube, insofern sind die da markentechnisch gut verankert. Ja, sind gut verankert und auch direkt verknüpft mit dem FC St. Pauli. Also die stellt ja gar keiner in Frage. Das ist ja quasi sakrosankt, was wir hier gemacht haben. Irgendwie. Das ist ja beinahe wie sein eigener Verein. Unser Aufstiegstrikot in Frage stellen. Ja, zum Beispiel. Ah. Naja, nee, das ist schon gar nicht so einfach. Ja, aber warum da gebe ich dir recht. Also warum spricht man nicht mit den Verantwortlichen oder mit den tollen Werbern? Ich meine, Martin Druss kennt doch auch die Philipp und Kointje Jungs. Da könnte man doch auch mal ein Roundtable machen und dann so können sich ja mal die Leute, die das fabriziert haben, mal dazu erzählen, warum sie das machen oder warum sie das so sehen oder warum sie es nicht so aber sehen. Aber das tun die doch alle. Die haben doch jetzt gerade bei der Broschüre mit Pink Stinks, war doch Astra als Beispiel da drin. Und da haben sie auch so getan, so nach dem Motto, ja, und wir lernen und wir lernen Popernen, so ein Schwachsinn. Ja, aber kann man ja immer nochmal vorbringen. Das geht eben am Arsch vorbei. Das interessiert die überhaupt nicht. Ja, aber die sagen nur, dass sie das, ach ja, wir wollten nicht und das haben die heute. Ich glaube, wenn du Martin Druss fragst, wie findest du das? Dann bleibt Martin nur übrig zu sagen, du, ich finde das ja trotzdem eine tolle Kampagne, reg dich nicht so auf. Das steht dann für sich. Oder er sagt sich, nee, ich finde das scheiße. Ja, wenn er das scheiße findet, muss er auch mal was dazu machen und tun, weil das ist sein Job. Aber er kann doch nicht sagen, ja, das geht mir so am Arsch vorbei. Nein, ich habe nicht gesagt, dass er das sagt, das geht ihm am Arsch vorbei. Ich sage, die Marketingabteilung von Astra, der geht das am Arsch vorbei. Das ist die wissen ganz genau, was sie machen. Ja, aber die machen. Das ist einkalkuliert. Das ist sogar wahrscheinlich in die Reichweitenplanung einkalkuliert, dass sich so Vögel wie ich aufregen. Und dass das dann in die Presse geht und dann schicken sie das zu Astra und sagen, hier, guck mal. Wie geil ist das denn? Das finde ich nicht so wichtig. Wir sind Fußball-Podcast hier. Ja. Ja? Noch was drin? Was? Ist da noch was drin? Nee, in dem anderen meine ich. Nee, da ist nichts mehr drin. Im holländischen Bier. Wenn es leer ist, dann nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich finde. Ich sag mal, guck dir an, wie ist nochmal diese Kunstfigur von unserem Kölner Comedian von Pastewka. Boah, so interessiert mich nicht. Ja, interessiert sich nicht. Wolle Rose kaufen. Ne? Wie heißt denn der? Ach so. Daniel ja. Brisco. Das ist ja auch eine Figur, die war vor 10 Jahren, 12 Jahren erfolgreich.
das ist ja halt auch eine Figur, die ausgeleiert ist. Also ich glaube schon, dass sich da einfach der Zeit da so ein bisschen spiegelt. Ja, wenn das so Pastewka macht, ist das ja auch irgendwie Satire und irgendwie vielleicht auch haben die einen ganz anderen Spielraum dafür, dass Satire das darf und kann, was da vielleicht dann auch mitgeteilt wird, aber das dann so umzusetzen in diese Printwelt und dann in diesem Kontext mit St. Pauli ist halt doch schon irgendwie noch gut, aber die Diskussion hatten wir ja früher auch schon mit Susi Schober. Die wird es immer wieder geben, der wird es immer wieder. Dann gab es doch diesen tollen, wann war das, vor 5-6 Jahren, diesen Wettbewerb von Viva Con Agua, ne? Wet-T-Shirt-Contest, gab es ja auch schon mal die Geschichte. Das ist lange her, das ist, glaube ich, beinahe 10 Jahre. Ja, ich weiß das noch. Ja. Ja. Frag doch mal, wie heißt unser Pressemensch bei Viva? Das war damals Herr Wiebe. Der ist immer noch. Frag Wiebe danach, der kann dir auch noch dazu Geschichten erzählen. Der war auch dann ganz schockiert. Ja, er hat das für eine gute Idee gehalten. Ja, danach aber nicht mehr. Ja, also, wie gesagt. Es geht ja auch gar nicht darum, also, dass einem mal eine Grenzüberschreitung passiert. Darum geht es. Ich bin fest davon überzeugt, ich kann es nicht beweisen, aber ich bin fest davon überzeugt, das ist alles eingeplant. Also sozusagen das Ping-Pong an der Aufregung von so einer Fanschaft von St. Pauli oder bei Pink Stinks kann davon ein Lied singen. Die überlegen sich 5-mal, ob sie sich über irgendwas aufregen, weil die Leute sich einen Ast freuen, dass sie irgendwie angemacht werden. Mhm. Weil deren Klientel nämlich, und da kommen wir nämlich zum Zeitgeist, weil deren Klientel nämlich sagt, ha geil, hier diese linksversifften Gutmenschen. Ich bin heute auch schon wieder als linksversifter Gutmensch bezeichnet worden. Ich finde das ja eine Auszeichnung, aber es ist nicht als Auszeichnung gemeint gewesen. Und das ist das eigentliche Problem für diese Marken, dass sie ein ganz gefährliches Spiel spielen. Also bei diesen Diskussionen sich einfach auf die falsche Seite stellen. Und irgendwann funktioniert die Conecco zu St. Pauli nicht mehr, weil sich der Zeitgeist weiter polarisieren wird. Und da müssten sie sich wirklich bei diesem Mal, das wäre sozusagen rein aus Sicht sozusagen der Markenpflege, echtes Mal angeraten, mit Astra da harte Bandagen zu machen und sagen, Freunde, wenn das noch einmal passiert, wird der Vertrag gekündigt. Das möchte ich mal erleben. Ja, ich würde das gerne erleben. Also das, das lädt die Marke St. Pauli auf. Ich, mal lieber Holly. Ich sag dir, es gibt auch schon und Marken. Biersponsoren stehen wahrscheinlich Schlange. Ja, Holsten. Holsten ist heraus beim HSV. Naja, aber mit König Pilsen ja quasi mit einer Konzerntochter drin. Ich glaube, das ist sowieso alles letztens Karlsruhe, was wir hier reden. Weil da machst du eben dann Holsten. Das wird doch mal was Originelles. Holsten wird Sponsor bei St. Pauli. Da wäre was los. Da wäre Holland in Not. Da würde es einen Aufruhr geben. Mit Holland in Not können wir wieder die Kurve kriegen. Wir haben uns, glaube ich, jetzt relativ lange beschäftigt mit der Thematik des Sponsorings und des vielleicht falschen Sponsorings und der falschen Wege, Sachen anzugehen. Ich würde nochmal die Kurve kriegen wollen zum Sport und zum den Ausblick hatten wir ja schon. Erster Spieltag ist abgehakt. Jetzt kommt das Heimspiel. Steht jetzt der finale Kader fest oder passiert noch was? Luca Zander ist verletzt. Wer spielt dafür dann? Duziak oder Park. Okay, das heißt, im Sturm wird Alagui wahrscheinlich weiterhin spielen, weil Alternativen, ja. Der neue Mann wird noch... Der war ja auch gut. In Magdeburg. Denke ich auch. Wird die gleiche Mannschaft sein. Ja, ist Hofmann, ja auch... Hofmann, Möller, ist ja sozusagen ja auch ein erfolgreiches Waldemar. Team. Obwohl er Waldemar ja so ein bisschen angezählt hat, ne? Im Sinne von, ja. Hey, du kannst ja hier nur bei Buchtmann und Müller-Deli mal Alarm machen, musst du dich nicht ausruhen, Freundchen. So habe ich es gelesen. Ja, habe ich heute tatsächlich auch so wahrgenommen. Und jetzt ist ja auch die offizielle Aussage, dass genau die Flügelzange das richten soll. Also Waldemar Sobotta und Mats Müller-Deli sollen tatsächlich über die Flügel die Darmstädter Verteidigung, Defensive, die kommen ja näher, sollen ja näher zueinander kommen, habe ich gelesen. Sie sollen sich näher
aufeinander zubewegen. Von den Flügeln ins Zentrum. Und dann soll es knickknack machen, die Zange. Knickknack. Ja, ich finde es ja eigentlich ganz spannend, dass man mit sozusagen eigentlich drei Sechsern spielt, also mit Flum und Buchtmann und Knoll dahinter noch sozusagen als zusätzliches Bindeglied zwischen den Innenverteidigern und dem defensiven Mittelfeld. Ja, wäre schön, wenn das jetzt mal so kommt, dass man das System mal tatsächlich erfolgreich spielt und das dazu führt, dass man mal ein paar Heimsiege einfährt. Endlich mal wieder. Ich würde mich ja mal freuen, wenn wir jetzt mal längere Zeit keine Verletzten haben. Wir haben einen relativ alten Kader, kann das sein? Ja. Einen erfahrenen Kader. Ach so, das war die Redewendung. Genau. Bei den Kollegen aus dem Volkspark ist es tatsächlich ja der jüngste Kader, habe ich mir sagen lassen. Und vielleicht auch der unerfahrenste. Wild and Free. Gegen wen spielen die denn? Ach, Erik. In Ingolstadt. Als ob du uns jetzt wissen... Nee, Sandhausen war das doch. Hast du, ach ja, hab ich gesagt. Hast du doch gesagt. Das weiß stimmt. Ich aber auch nur, weil Sandhausen noch Werbung gemacht hat im Hamburger Bahnhof. Ja, sehr lustig. Stimmt. Haben ja. Die gesponsert mit der Kilometerzahl, glaube ich. Nein, aber das wird bitter werden, wie du sagst, Erik. Also die werden... Ich glaube, ich tippe jetzt mal auf einen Sieg von uns. Meine Tipps immer falsch, aber ich tippe jetzt mal auf einen Sieg gegen Darmstadt. Da haben wir 6 Punkte und der HSV wird... verlieren in Sandhausen und dann haben die 0 Punkte. Also ich glaube, es wird nicht einfach. Darmstadt, ich glaube, unter Schuster, unter Dirk Schuster, dem Trainer, der zurückgekehrt ist, gab es jetzt, glaube ich, 14 Spiele ohne Niederlage. Dann ist ja der Herr Heller wieder zurückgekehrt von Augsburg. Ist der? Ja, als Flügelstürmer, der hat, den ich halt für einen sehr guten, ja, sehr schnellen, torgefährlichen Spieler halte. Aber die große Zeit von Darmstadt ist auch vorbei. Ja, das glaube ich auch. Aber nichtsdestotrotz ganz, ganz, ganz gefährliches Team. Aber eine Mannschaft, die mitspielen will. Also eigentlich uns liebt. Ja, mitspielen. Aber also, die stehen halt immer sehr tief. Wenn ich an den letzten Januar denke, oder dieses Jahr Januar, wo wir einzeln verloren haben, warum die denn da mitgespielt? Also da war es das war so genau ein Scheißspiel. Ich habe mich so geärgert. Da haben wir es wirklich so im Griff gehabt und dann ein Tor kassiert. Und das war eigentlich... Habe ich verdrängt. Die Darmstädter bei mir im Block, die haben sich so geschämt für den Auftritt ihrer Mannschaft. Und dann 10 Minuten vor Schluss war das ja so, ne? Aus dem Nichts heraus macht Darmstadt das 1-0 und gewinnt das. Das war so ärgerlich. Stimmt. Ja. Okay, die wollen nicht mitspielen. Ja, vielleicht hat sich das ja auch geändert jetzt wieder, ne? Ja, Dirk Schuster Fußball ist nicht jetzt gerade bekannt fürs Mitspielen, sondern eher zum Miesmachen, zum Miesmachspiel. Ärger den Gegnerspiel. Ich glaube ja, dass er vielleicht den neuen 2,1 Meter Stürmer tatsächlich bewusst eingekauft hat, um ihn vielleicht bei Standardsituationen gegen Zulu spielen zu lassen. Ja, genau. Da muss dann wieder auf die Treppe steigen. Ach, herrlich. Aber dass der da noch spielt, Alltag Zulu, das finde ich toll. Den hätte ich auch gerne genommen. Ja, der Alltag ist einfach... Der ist einfach ein Original. Das ist der Jan-Philipp Kaller von Darmstadt. Ja. Ach ja. Eigentlich kann man sich vorfreuen. Ne? Ist alles so gut losgegangen jetzt gegen Darmstadt. Wahrscheinlich, wie soll eigentlich das Wetter werden morgen? Der Regen war heute, ne? Ja, Regen war heute. Es wird kühlt ab tatsächlich für die letzten Wochen. Also 23 Grad und trocken zumindest. Ja, sehr schön. Dann ist Dom und Flutlicht. Und es ist eine angenehme Uhrzeit, 20.30 Uhr. Durch die Nicht-Bundesliga-Spiele, die stattfinden, gibt es keine Salami-Spiele. Ja. Und das ist so wie, ja, wann hatten wir diese Anschlusszeiten? Hatten wir die in der dritten Liga auch mit 2030 oder sowas? Nee, die waren früher. Ja, ne? Also die Montagsspiele sind 2030. Ja, ja, ja. Weil ja die Bundesliga keine hat. Noch nicht, ne? Noch nicht. Ja. Kann ja jetzt. Ja, also eigentlich hört sich das alles wirklich gut an, aber da muss man dann fokussiert sein, ne? Und hoffen, dass das alles auf den Punkt funktioniert. Wollen wir uns noch ein Bier holen und den Schluss machen für heute? Mit unserem lahmen Zock? Ich könnte euch was über die dritte Liga erzählen, was darf ich ja nie. Oder über die Premier League oder über
Also du kannst über alles erzählen. Über die holländische Ehrendivision, über deinen neuen Facebook-Freund haben wir auch noch nicht gesprochen. Bernd Hoffmann ist mein neuer Facebook-Freund. Mit Hund? Ohne Bernd Hoffmanns Hund gehe ich hier nicht aus dem Podcast. Genau. Wie ist das denn passiert, Erik? Sag uns dazu mal was. Wie wurde denn Bernd Hoffmann dein Facebook-Freund? Ich habe aus Versehen was angenommen. The Bernd Hoffmann Official? Bernd Hoffmann Official und sein Hund. Was hast du denn angenommen? Hast du geklingelt und du hast die Tür aufgemacht? Ich bin reingegangen, habe gesagt, hallo, guten Tag, hat er gefragt, wollen Sie eine Hör zu? Habe ich gesagt, nee, wollen Sie ein HSV-Abo? Habe ich gesagt, oh, vielleicht. Ja, dann warst du schon gefragt. Geht's Ihnen gut? Ja. Und dann hat er das zusammengeschnitten mit, wollen Sie ein HSV-Abo? Ja. Hat es mir vorgespielt. Du kennst das von Vodafone, ich mache das auch immer so. Und ja, schon war ich dann Freund. Zack. Ich glaube, der braucht irgendwie Nachwuchs für den Vorstand. Vielleicht fange ich ja irgendwann mal beim HSV an. Sowieso viel spannender als bei St. Pauli. Da regt man sich ja nur auf. Beim HSV würde ich mich, glaube ich, nicht aufregen. Ich glaube, das würde ich den ganzen Tag mich an meinen Bauch fassen und lachen. Wird denn irgendwelche Plattitüden von mir geben? Von wegen, der HSV ist ein großer Verein und seine Ehre für ihn. Ich würde immer sagen, ich mache mir Sorgen. Ja, das ist ja schon besetzt. Ich weiß. Das darf nur Uwe Seeler machen. Machen wir aber auch so. Alle anderen sind ja auch dafür eingekauft, sich keine Sorgen zu machen. Ja, dann gehst du irgendwann mal immer mit Carsten Harms essen am Abend und sagst hier Carsten Folgendes. Ich würde gerne Aufsichtsrat werden. Aufsichtsratsvorsitzende Kalif des Kalifen, anstatt des Kalifen. Und dann geht es los. Also man muss schon sagen, also es gibt. Es gehört jetzt hier nicht in den St. Pauli-Podcast, aber ich habe noch nie einen Fußballverein erlebt, der so wenig Fußballkompetenz hat wie der HSV und wo so viele Leute rumlaufen und allein schon den Mund aufmachen und du lachst dich nur ab. Also das ist so, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, du bist auch Hamburger, wie kommt denn das? Das ist was, etwas, Köln FC ist ja auch, ne, ich als Kölner, ist ja auch, sage ich mal, so eine Nummer, aber der HSV schlägt alles. Wie kommt das? Ich finde das, also ich glaube, das gehört einfach dazu. Also ja, aber so viele Jungs unserer Generation, Leute, die jetzt so 50, 40 sind, die irgendwie vielleicht noch als kleines Kind so die großen Zeit mitbekommen haben und die dann meinen, sie müssten irgendwie mitreden. Ich meine, wir sind auch alle St. Pauli-Fans, aber ich glaube, keiner von uns wird jetzt hier sagen, ey, ich weiß es besser als Couchy oder Stöver oder sonst wie, sondern und die machen den Mund auf und erklären dir die Welt. Ja, vor allem erklären die dir die Welt ja nach diesem komischen Strickmuster, die Millionarios müssen sich mal den Arsch aufreißen. ich bezahle die immerhin im Monat und wenn ich das in meiner Firma machen würde, das ist auch immer so eine schöne Plattitüde oder ja genau. Ich soll mal so eine Performance, das geht ja immer um Leistung und Performance, also die haben sozusagen dieses neoliberale, kapitalistische Narrativ für sich selber so verinnerlicht, dass sie das auch mit dem Das sind aber alles junge Männer oder ältere Männer, die in der Sackgasse sind, die haben eben keinen Erfolg mehr, meiner Ansicht nach. Alle, die ich kenne, außer Bernd Hoffmann. Aber alle anderen, die ich dort kenne, das sind für mich Leute, die so tun, als wenn sie die große Nummer, aber wenn man dahinter die Fassade sieht, sagt, nein, ihr seid nicht sehr erfolgreich. Aber es passt doch hervorragend zum HSV. Das ist doch sozusagen, das ist doch eine Win-Win-Situation. Also Scheinriesen. So ein Scheinriese. Also je näher du dem HSV kommst, desto kleiner wird er. Das ist beim FC St. Pauli genau andersrum. Der strahlt, wenn du den in den USA auf der Tournee mit Punkrock und hey und cool und was weiß ich, was wir alles besucht haben. Also wenn du das siehst von Ferne, denkst du, Alter, was ist das für ein geiler Verein? Dann kommst du immer näher ran und das, irgendwann fängst du an, dich zu gruseln. Weil dann auch plötzlich von Leistung gesprochen wird und Arsch aufreißen und Gras fressen und so, da wird dir echt ganz anders. Ja, das wird man doch nochmal sagen dürfen, ne? Ich muss auch jeden Tag hier arbeiten. Der gute Gunter Gabriel. Ich glaube, ich mache noch mal einen Bonus-Track zu unserem Podcast und lese aus den gesammelten Kommentaren von dieser Woche. Oh ja. Mach mal nicht so ein Fass auf. Dann wird sie ja wohl noch mal ein bisschen lustig machen dürfen.
Hey, ihr seid so, denkst versiffte Spieße. Ihr habt bestimmt, geht zum Lachen in den Keller. Genau, das habe ich auch gelesen. Du gehst bestimmt zum Lachen in den Keller. Das sind echt so, also, da kann man echt ein Buch drüber schreiben. Gibt es nicht irgendwie so ein, ja genau, es gibt eine Website, die heißt hate.org. Und du kannst so ein Plugin machen in deinem Blog. Und die ganzen Hate-Kommentare, die werden dann da veröffentlicht. Okay. Und das ist also eigentlich ganz cool, weil sie natürlich aus dem Kontext gerissen werden. Also sie haben nichts mehr mit dir zu tun und stehen so für sich. Und dann merkt man erst, wie lächerlich das alles ist. Ja. Wir brauchen ein neues Zeitalter der Liebe. Wir brauchen Visionen. Wir müssen krank werden und zum Arzt gehen nach der Helmut Schmidtschen Logik. Aber ich wäre gerne ein bisschen kränker, was das angeht. Eine schöne Vision. Hat mein Freund Christian schon gesagt. Das irgendwie ist es mit dem Aufregen nicht getan. Man kann nicht nur sagen, wogegen man ist, sondern man sollte sich viel mehr die Zeit darauf verwenden, zu überlegen, was man eigentlich will für eine Welt. Das ist auch viel schöner, als sich mit den ganzen Heinis zu beschäftigen. Das ist ja philosophisch hier. One level higher sozusagen. Passend zu deinem Formatnamen, den wir ja schon mal hatten, Zornography, also wo wir ja sozusagen unseren Zorn in ein Format kanalisieren wollten, die ich auch immer noch gut finde, die Idee, aber weitergesponnen wäre das dann Visionography, also oder Visionography, die Pornografie der schönen Welt. Guck mal, jetzt sagen sie nichts mehr. Jetzt gucken sie alle aus dem Fenster und überlegen. Mann, wir sind aber auch echt platt, ne? Ach, also das ist schön. Das ist schön. Ich glaube, ich werde mir gleich Kommentare reinziehen. Es gibt nur eine Welt, in der bist du, und das ist die schönste. Wie du sie machst, das ist deine Verantwortung. Ja. Hat mir Paul Köhl mal beigebracht. Paul Kuhn? Paul Köhl. Achso. Paul Kuhn auch. So, wir entlassen euch jetzt. Wir haben keine Lust mehr. Wir müssen uns auch was Neues ausdenken. Wir müssen ein bisschen Drive reinkriegen hier in den ganzen Veranstaltungen. Ja, Anfang der Saison ist jetzt natürlich auch. Wir müssen Fahrt aufnehmen, das kommt ja alles noch. Also ich bin total positiv überrascht schon jetzt. Ich bin ganz glücklich. Das ganze Stadion. 90 Euro Szene an Pauli verkauft.